Ja, vielleicht sollten Sie wissen, dass Orange jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe ist. Ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt, als mich Thorsten dann eben gefragt hat, ob ich hierher kommen will. Ulmer. Das ist so ein Ding, was mir im Kopf bleibt. Ja, deswegen ist es für mich bisher in meiner Laufbahn so der größte Schritt, den ich mache. Und wahrscheinlich auch der beste Verein, bei dem ich bisher gespielt habe. Max, an der Stelle nochmal herzlich willkommen in Ulm. Du bist vor kurzem erst 23 Jahre alt geworden, gehst jetzt aber bereits in dein sechstes Jahr, nimmt man zumindest die Saison 12-13, wo du ein Spiel auf dem BBL-Parkett standest, mit. Ja. Siehst du dich schon ein bisschen wie so ein Bundesliga-Veteran? Also ja, so langsam fühle ich mich schon als eher einer von den erfahreneren Spielern, vor allem wenn man immer wieder Spieler hat, jedes Jahr, die noch gar kein Spiel gemacht haben in der Bundesliga und junge Deutsche in meinem Alter, die auch noch wenig Spiele gemacht haben. So wie jetzt Gavin zum Beispiel, der genauso alt ist wie ich und noch gar kein Spiel gemacht hat. Da fühle ich mich dann schon ein bisschen älter auf jeden Fall, aber im Endeffekt gehöre ich noch zu den Jungen, zum Glück. Noch beachtlicher wird es dann aber, wenn man bedenkt, dass du erst mit 13 Jahren wirklich angefangen hast, Basketball zu spielen. Wunderst du dich manchmal da selbst, wie schnell diese Entwicklung jetzt irgendwie vonstatten ging? Ich höre immer wieder, dass es wirklich eine kurze Zeit ist, wo ich nur Basketball spiele, und ich höre von vielen, dass sie viel länger spielen. Aber ich habe ja davor habe ich auch viel Sport gemacht, ich habe mich bewegt. Ich komme aus dem Fußball, also ewig lang Fußball gespielt und daher mich auch sportlich entwickelt. Und deswegen ist es für mich eigentlich keine große Überraschung, dass ich dann ab der U14 dann wirklich die wichtigen Basketballgrundlagen mitgenommen habe. In der letzten Orange Zone, im letzten Orange Zone Magazin, gab es schon eine Story über dich. Und da hast du selbst gesagt, dein Vertrag hier wäre einer deiner größten Erfolge. Ja. Wieso ist das so? Ja, weil Ulm natürlich mittlerweile ein extrem renommierter Club ist in Deutschland. Ich glaube, der gehört zu den Top-Mannschaften, Top 4, Top 3, je nachdem. Letztes Jahr war es ja eher weniger, von daher müssen wir mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Aber sonst einer der Top-Stationen in Deutschland, vor allem für junge deutsche Spieler, die hier sehr gut weiterentwickelt werden. Und für mich war es dann, musste ich ein bisschen überlegen, ob ich bereit bin für diese Herausforderung, für diesen nächsten Schritt. Und ich habe mich wahnsinnig geehrt gefühlt, als mich Thorsten dann eben gefragt hat, ob ich hierher kommen will. Und deswegen ist es für mich bisher in meiner Laufbahn so der größte Schritt, den ich mache. Und wahrscheinlich auch der beste Verein, bei dem ich bisher gespielt habe. Du hattest schon ein paar Auftritte hier auch in der Ratiopharm Arena, immer bei den Gästeteams. Ja. Was ist dir am meisten in Erinnerung geblieben hier von der Arena? Ja, dass es natürlich eine super Stimmung ist. Also die Fans peitschen unheimlich immer die Heimmannschaft an. Gerade dieser Fangesang, diesen Ulmer, da wo es dann außen rum geht, das ist so ein Ding, was mir im Kopf bleibt. Und ja, so persönlich für mich noch letzte Saison hatte ich hier ein sehr gutes Spiel. Das sind so für mich wahrscheinlich die besten Erinnerungen, die ich hatte bisher an die Arena. Wenn man dich jetzt fragt, was für eine Art Spielertyp bist du, wie würdest du dein eigenes Spiel beschreiben? Ich bin sehr, sehr vielseitig, würde ich sagen. Ich kann viele Sachen gut, einige Sachen natürlich auch, wo Ausbaubedarf ist, aber ich kann viele Sachen. Ich bin, denke ich, ein intelligenter Spieler, der Sachen nicht nur durch pure Athletik lösen kann, sondern auch nachdenkt über das Spiel, was da die beste Lösung ist. Und mittlerweile bin ich auch ein solider Distanzschütze und treffe von draußen meinen Dreier recht solide, was mir dann auch andere Möglichkeiten gibt. Und würde ich sagen, das sind meine, ja, so würde ich mein Spiel am ehesten beschreiben. Zu guter Letzt noch eine Frage: Was sollten die Ulmer Fans unbedingt über dich wissen? Oh. Ja, vielleicht sollten sie wissen, dass Orange jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe ist. Vielleicht kommt es jetzt so rüber. Vor allem, wenn ich im Winter auch dann immer so einen orange-rötlichen Bart bekomme und auch die Haare so in die Richtung gehen. Aber ich habe jetzt nichts gegen die Farbe. Ich fühle mich geehrt, in dem Trikot zu spielen natürlich, aber es kommt vielleicht ab und zu falsch rüber, dass ich so viel Orange an meinem Körper habe. Das ist vielleicht eine wichtige Sache. Aber du hast Glück, die Auswärtstrikots sind dann schwarz. Genau, aber solange ich gut spiele in Orange, stört mich das dann auch nicht. Gut. Super, vielen Dank und wir wünschen dir und auch dem ganzen Team eine sehr erfolgreiche Saison. Dankeschön.